Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem sehr spontanen Frage-Antwort-Video, was es ja sehr, sehr selten tatsächlich auf meinem Kanal gibt. Anders ist, dass die Leipziger Buchmesse für dieses Jahr abgesagt wurde. Und eigentlich war für heute geplant, euch ein bisschen was über die Leipziger Buchmesse zu erzählen, meine Pläne, meine Termine, die ich so ein bisschen interessant fand, auch natürlich über das Bücherfreunde-Treffen zu sprechen. Aber ja, Leipzig ist dieses Jahr gestrichen, der Coronavirus hat Schuld. Ich habe dazu gefühlt immer sehr unterschiedliche Meinungen. Mal ärgere ich mich, dass man solche Veranstaltungen absagt und so Panik macht. Im Gegenzug viele andere Veranstaltungen aber stattfinden, man sich auch keine Gedanken macht, dass man sonst halt eine normale Influenza hat. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwo vernünftig, dass man eben all die, die auf die Messe gegangen wären, im Grunde die Entscheidung abgenommen hat, dass sie eben nicht stattfindet. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und habe dann auf Instagram, meinen Account findet ihr unten in der Infobox, solltet ihr mir da noch nicht folgen, habe dann dort einfach gesagt, hey, stellt mir einfach Fragen, und ich habe die Fragen so ein bisschen versucht zu sortieren und werde die jetzt einfach mal beantworten, und am besten nehmt ihr euch einen Tee oder einen Kaffee, lasst es euch schmecken, und wir starten jetzt einfach mal so ein bisschen mit den Fragen. Ja, die erste Frage ist, wie alt bist du und welches Sternzeichen hast du? Also ich bin im Januar 37 geworden und bin theoretisch tatsächlich ein Steinbock, empfinde mich selbst aber gar nicht so Steinbock-ähnlich, denn ich bin langsam entwickelnder, veränderungsnicht mögender Mensch. Ich bin auch nicht sehr stoisch. Ich bin auch überhaupt kein Freund von großer Genauigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass ich diese Kühle habe, die dem Steinbock ja nachgesagt wird. Tatsächlich fühle ich mich meinem Aszendenten, das ist ein Skorpion, viel, viel näher. Und ja, man beschäftigt sich gefühlt ja doch immer mal ein bisschen mit seinem Sternzeichen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Skorpion insofern besser passt, weil ich schon finde, ich habe dieses Individuelle, dieses Willensstarke. Ich bin auch sehr leidenschaftlich, gleichzeitig auch mitfühlend, aber manchmal durchaus auch nachtragend. Und das passt gefühlt einfach zum Steinbock, Skorpion besser. Wer sich jetzt fragt, was ist, der Unterschied ist ja beim Sternzeichen geht es ja, ich glaube, um wo der Mond stand und beim Aszendent ist, wo die Sonne zur Uhrzeit stand, wenn ich mich richtig erinnere. Verbessert mich gerne in die Kommentare, wenn es anders ist. Und beim Aszendenten ist ja dann noch wichtig zu wissen, wann man tatsächlich auf die Welt gekommen ist, und dann hat eben dieser Kreislauf sozusagen, findet zweimal am Tag irgendwie statt, zu irgendwelchen Stunden wechseln. Und es heißt immer so schön, dass der Steinbock das ist, also der Sternzeichen das ist, in meinem Fall der Steinbock, zu was man geboren wurde, und man sich aber zu seinem Aszendenten hin entwickelt, beziehungsweise das dann auch ist, was man zeigt und was man wird. Und ich finde das tatsächlich sehr passend. Ich habe mich auch schon sehr früh nie einem Steinbock zugehörig gefühlt, sondern dachte immer, dass das bin überhaupt nicht ich. Ich habe mich tatsächlich schon sehr häufig eher in den Büchern von meiner Mama wiederentdeckt, die eben Skorpion ist. Und bis ich das auch mal wunderbar erklärt bekommen habe von einer, die sich da ein bisschen mehr beschäftigt. Und dementsprechend, das so zur Frage. Ich mache beruflich, das ist die nächste Frage, ich bin in einer Bank im Backoffice und bin da Supportmanagerin für, ich sag jetzt mal, den Vertrieb, wenn man das so sagen kann. Ich kläre also sozusagen Anfragen, die sowohl von innen wie von außen gestellt werden, versuche Prozesse da zu optimieren, klar zu machen. Wir sind bei Projektarbeiten mit dabei. Also, und es ist sehr abwechslungsreich und auch sehr spannend. Und ich mag das sehr gerne, eben auch mit Menschen irgendwie zu tun zu haben. Nicht unbedingt wirklich alle 8 Stunden am Tag. Manchmal sind Menschen auch sehr anstrengend. Aber ich mag die Abwechslung sehr und auch die Veränderung. Und ich finde es schön, morgens in die Arbeit zu gehen und nicht so richtig zu wissen, was einen da erwartet. Und wie viele Katzen ich noch habe? Ja, es sind tatsächlich jetzt noch 3, die sich zwischen den Wohnungen von meinen Eltern unter mir und mir sozusagen so ein bisschen aufteilen. Gefühlt darf jeder überall hin. In der Regel sind aber die 2 Damen, Flumi und Sunny, über Nacht hier bei mir, und unser Kater Rambo schläft unten bei meinen Eltern. Und es ist eine ganz schöne Mischung. Ich weiß noch nicht, ob die ungerade Zahl so das Richtige ist, aber aktuell ist es ganz gut so, wie es ist. Und war dieses Jahr ja nicht immer so einfach.
Wie lange machst du schon YouTube? Ja, da muss ich tatsächlich überlegen. Und ich weiß, dass ich mit meinem Lifestyle-Kanal, wo ich schon locker 10 Jahre dabei bin, den gibt es ja nicht mehr. Videos sind auch gelöscht und der Kanal ist gelöscht. Aber ich weiß, dass das noch in der alten Wohnung sozusagen war, bevor wir vor 9 Jahren hierher gezogen sind. Dementsprechend sind es schon über 10 Jahre, dass ich YouTube mache. In der Zeit ist ja dann damals auch unser BookTube-Kanal entstanden, Books and the City. Und da waren wir ja 4 Mädels, die eben über ähnliche Bücher gesprochen haben, Genres aus Büchern, auch miteinander immer mal so Themenvideos hatten. Und dann ist das aber irgendwie im Sande verlaufen, wie das halt immer mal so ist. Und dann hatte ich auf meinem Lifestyle-Kanal beide Themen, also wirklich Lifestyle, Kosmetik, DM-Hauls, Limited Editions, ach, keine Ahnung, und eben Bücher, und fand das irgendwie nicht passend, weil es hat sich irgendwie komisch angefühlt, das zu mischen. Und dann hatte ich, ich glaube, jetzt so knapp 7 Jahre, vermutlich, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, müsste man mal hier nachschauen, habe ich dann diesen Kanal gegründet und habe dann, glaube ich, noch so 1-2 Jahre ja, parallel beide Kanäle befüllt, was schon sehr viel Arbeit war, auch immer die Communities, ja, das ist natürlich immer Arbeit, auf Kommentare zu reagieren, irgendwie, ja, auch natürlich selbst zu kommentieren, Videos zu sehen, und ich fand es irgendwann sehr schizophren tatsächlich, dass ich, wenn ich eben Lady of the Books bin, mich über Bücher austausche, und wenn ich damals zum einen Hofgirl war oder Steffis bunte Welt, wie der Kanal dann hieß, also Steffi dann war, dann mich eben über Kosmetik und so ausgetauscht habe, und ich habe das irgendwann in meinem Kopf nicht mehr zusammengebracht. Und dazu kam dann auch irgendwann das Umdenken so in Richtung Minimalismus und Dinge nicht einfach nur konsumieren, sondern darüber nachdenken. Und als das so aufkam, hatte ich kein Bedürfnis mehr, Limited Editions zu jagen, neuen Sortimenten hinterher zu hechten, Hauls zu zeigen. Ich gehe natürlich einkaufen, aber ich habe das irgendwann in Frage gestellt, ob dieser immer wiederkehrende Konsum, ob das eine Lösung ist. Und irgendwie habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt, habe dann erst sehr lange pausiert und dann irgendwann den Kanal auch wirklich geschlossen. Zum Leidwesen mancher, die sich gern so manches alte Video wohl nochmal angeschaut hätten, aber nein, das ist tatsächlich alles weg, aber ja, das war so ein bisschen der Weg, und ich fühle mich mit dem Bücherthema plus eben so ein bisschen Serien, Filme, ab und an mal Düfte und auch so ein bisschen, ja, Alltägliches hier durchaus sehr, sehr wohl, und das bin eben auch einfach ich, und das gehört auch alles eben zu Lady of the Books. Ja, wie mein Kanalname entstanden ist, also mein Lieblingsbuch, die Frage kommt später, ist ja Herr der Ringe, im Englischen Lord of the Rings. Und ich bin eben kein Lord, sondern eine Lady, und ich möchte auch nicht die Herrin von Ringen sein, sondern von Büchern, und so ist dann Lady of the Books eben daraus geworden. Was ich zum Coronavirus, such, da ich die Frage falsch rüber kopiert, zum Coronavirus sage. Ach ja, ich bin ein Freund von Verschwörungstheorien, und ich habe es sehr genossen, zu Beginn des Coronavirus mich in Verschwörungstheorien einzulesen und verschiedenste, kurioseste, ach, total verrückte Ideen dazu zu lesen. Grundsätzlich denke ich eben einfach, ja, es ist ein neuartiger Virus, und ja, er verbreitet sich sehr schnell, und auch ja, man weiß nicht so richtig, was man wahrscheinlich dagegen tun soll. Aber ich bin kein Freund von Panikmache, von Hektik, von Stress, von, oh Gott, die Welt geht unter. Nein, der Mensch bin ich eben nicht. Ich verstehe auch nicht diese Hamsterkäufe, dass da Toilettenpapier ausverkauft ist und Nudeln. Und ich frage mich, also aufs Toilettenpapier wäre ich als allerletztes gekommen, mir das auf Vorrat zu kaufen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich hat man von sich aus gefühlt, zumindest wir, immer irgendwie schon Konserven zu Hause, Dinge auf Vorrat. Ob man jetzt 2 Wochen rumkommt, weiß ich nicht, aber solange wir nicht abgeschottet werden, abgeschlossen, und also ich finde das sehr schwierig, und ich verstehe tatsächlich diesen Hype nicht, weil um eine Grippe macht keiner ein Bohai, und es gibt genügend andere Krankheiten, die viel schlimmer sind, und ja, also es ist, ja, also manchmal kommt in mir auch so der Gedanke, musst du jetzt ins Einkaufen, und der Wagen, wobei ich Einkaufswagen schon immer sehr widerlich fand. Und man wäscht sich vielleicht tatsächlich nochmal öfter die Hände, obwohl ich da schon sehr fanatisch bin, was Händewaschen angeht. Das macht man jetzt einfach öfter und gründlicher. Man soll ja 2-mal Happy Birthday singen, das sind die 30 Sekunden. Und ja, man achtet, glaube ich, mehr drauf. Und ich glaube, dass dieses Wir achten drauf für alle eigentlich schon eine bessere Lösung ist. Und vielleicht wische ich mir tatsächlich auch öfter mal meinen Schreibtisch ab und meine Maus und meine Tastatur. Und vielleicht ist man da jetzt gründlicher, um es einfach einzudämmen. Aber wenn es einen erwischt, dann
wird man hoffentlich nicht gleich dran sterben. Und ja, wie vorhin gesagt, ich finde es tatsächlich auch irgendwo vernünftig, dass man sagt, man schränkt vielleicht Veranstaltungen ein. Ich finde es nur nicht richtig, mit welchen unterschiedlichen Vorgehen man da irgendwie, also das handhabt. Also ja, ich habe manchmal so das Gefühl, es hat keiner so richtig irgendwie einen Überblick. Alle reagieren nur, keiner hat einen Plan. Und das ist eigentlich die viel größere und mir eher angstmachende Sache, dass Leute keinen Plan haben und eigentlich einen haben sollten. Aber okay, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und über die Frage habe ich tatsächlich ein bisschen nachgedacht. Das ist ja auch so eine klassische Frage in Bewerbungsgesprächen oder wenn man in so, ja, so Coachings geht. Wo sieht man sich in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Und ich weiß es tatsächlich nicht. wo könnte ich sein? Ich weiß es nicht. Am liebsten vielleicht tatsächlich mit einem Millionengewinn auf einer Insel, wo es dann auch kein Virus gibt. Und ich weiß es nicht. Also ich wäre tatsächlich, glaube ich, schon jemand, der zu einer gewissen Zeit, vielleicht nicht in 10 Jahren, aber irgendwann mal sagt, ich verlasse dieses Land, vielleicht auch diesen Kontinent, um irgendwo so mein eigenes Leben zu leben, was ja dann wieder ganz gut zum Skorpion passt und den Individuellen. Und nicht unbedingt eine Insel, aber ja, weiß nicht, ob man dann, wenn man wirklich vielleicht einen Millionen-Lotto-Gewinn hätte, dazu müsste man übrigens auch noch Lotto spielen, ja, ob man da nicht einfach was Gutes in der Welt tut und irgendwo ein Tierheim hat oder einen Gnadenhof oder, ach, ich weiß auch nicht, also tatsächlich wäre das was. Vielleicht nicht in 10 Jahren, sondern vielleicht eher so in 20, 25 Jahren. Aber ich habe tatsächlich keinen Plan, was ich in 10 Jahren mache. Ich weiß ja noch nicht mal, was nächstes Jahr gefühlt ist. Und ja, hast du Kinder bzw. Kinderwunsch? Nein, ich habe keine Kinder. Grundsätzlich hatte und habe ich irgendwie schon immer einen Kinderwunsch. Weiß aber natürlich, dass der jetzt umso älter ich werde, ja, umso unwahrscheinlicher das wird. Da der Wunsch aber nicht so stark ist, dass er mich irgendwie unglücklich macht und ich höre auch noch keine innere Uhr ticken, ist das noch nicht so dramatisch oder tue ich jetzt nicht alles dafür, dass das jetzt unbedingt passiert. Also ich glaube tatsächlich, wenn der Kinderwunsch groß genug wäre, wäre das irgendwie jetzt schon mal in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Aber so eine gewisse Zeit habe ich sozusagen für mich selbst noch und dann ja, schauen wir einfach mal, was so passiert. Welche 3 Bücher nimmst du mit auf eine einsame Insel? Eine sehr gemeine und schwierige Frage. Als erstes ging mir durch den Kopf, brauche ich auf meiner Insel tatsächlich Bücher? Und dann dachte ich so, naja, vielleicht schon. Und dann, glaube ich, würde ich meinen E-Book-Reader mitnehmen. Der braucht viel weniger Platz als 3 Bücher. Und man könnte tatsächlich all seine Lieblingsbücher darauf laden. Und das ist definitiv mehr als 3. Auf die Frage, glaube ich, kam dann auch nochmal, was mein Lieblingsbuch ist. Und da muss ich halt sagen, man fragt auch eine Mutter nicht nach ihrem Lieblingskind. Ich finde das eine unfassbar schwierige Frage, weil man müsste dann in den Genres irgendwie ja, auswählen. Und ja, also das wollen wir lieber nicht. Es gibt ja ein Video, im Grunde das, wie ich weiß gar nicht mehr, was hieß, so Lebenslese-Highlights. Kingsianer können mehr als King. Und da haben wir ja, glaube ich, also um die 10, 11 Bücher vorgestellt. Ich glaube, dass das schon irgendwie noch eine Reihenfolge ist, die ganz passt. Aber ich sag mal, alle meine Highlights-Bücher müssten dann auch auf dem E-Reader sein. Und dann würde ich den E-Reader mitnehmen. Ist ja meine Insel und meine Reise. Die regeln mal sozusagen dann ich. In welchem Hogwarts-Haus bist du? Und ja, ich bin absoluter Gryffindor. Schon immer auf jedem Test, egal ob Pottermore oder keine Ahnung, ich bin immer ein Gryffindor und ich glaube, dass das auch sehr gut zu mir passt. Und ich ja, fühle mich da auch sehr heimisch. Und nein, das ist nicht das langweiligste Haus. Ich finde das tatsächlich ein ganz cooles Haus und es ist auch mein Haus und ja, was soll ich sagen? Ja, man ist eben auch Harry Potter Nerd. Dann eine sehr interessante Frage. Wie schaffst du es immer so energetisch zu sein? Und ich finde schön, dass das so ankommt. Also, dass man tatsächlich als Zuschauer oder auf Instagram, ja, als Folger sozusagen das Gefühl hat, dass das so ist. Ich glaube, dass ich schon von Grunde auf eine gewisse Positivität und einen gewissen Optimismus mitbringe, der eben von Grund auf irgendwo in mir steckt, der mir mitgegeben wurde, der bei uns zu Hause wohl auch ja, unterstützt und gelebt wurde. Ich glaube, dass das schon etwas ist.
Ich glaube auch, dass wenn man eben manche blöden, schlimme Dinge im Leben erlebt hat und die überlebt hat, dass man entweder daran zugrunde geht oder Kraft daraus zieht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jemand bin, der Kraft aus Schicksalsschlägen zieht. Zudem glaube ich tatsächlich, dass mir Yoga und Meditation, das klingt total abgedroschen, dass mir das jeden Tag hilft, ja, der Mensch so zu sein, der ich gerne sein möchte und der ich bin. Und ich glaube auch, seitdem ich mich seit einigen Jahren mit Achtsamkeit und Ähnlichem beschäftige, dass das tatsächlich auch etwas ist, wenn man eben im Hier und Jetzt ist, dann zieht man daraus Energie. Dann ist man der, der man ist, der man eben auch jetzt ist und der man jetzt sein darf. Und es gibt keinen anderen als der, der man ist. Und ich glaube, dass wenn man sich das bewusst ist, sich darüber Gedanken macht und irgendwann das so in die Gedanken übergeht, denn man ist ja auch, was man denkt. Und ich halte daran sehr fest. Und es nützt nichts, sich über Vergangenes zu ärgern, über Dinge, die da kommen, weil man nicht weiß, ob sie kommen. Und auch ich ärgere mich über Dinge, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das so der Schlüssel für mich ist und auch achtsame Momente oder Momente am Tag sehr achtsam wahrzunehmen, anzunehmen und ja, eben nicht eigentlich woanders sein zu wollen. Also ich bin auch niemand, der Montag schon hofft, dass es Freitag ist und der dann am Anfang einer Arbeitsphase wieder denkt, oh, wann ist der nächste Urlaub? Oder das finde ich, oder morgen schon denken, wann ist denn Feierabend? Also das, ich glaube, es ist sehr viel im Mindset, in den Gedanken und ich glaube, dass man da wirklich sehr viel Energie herausziehen kann und mitnehmen kann und für sich einfach ja, etwas mitnimmt und ja, das auch was mit einem macht. Und ich weiß, das klingt wahrscheinlich jetzt total abgedroschen und aber es ist tatsächlich so mein Gedanke zu diesem Thema. Dann kam die Frage, welche Genre ich am liebsten lese. Und das ist wohl tatsächlich Fantasy jeder Art und auch Science Fiction. Also ich glaube, dass das schon zwei Genres sind, in denen ich mich sehr zu Hause fühle. Und also Fantasy, egal ob High, ob Urban, ob Dystopie, ob apokalyptisches Szenario, was ja dann auch wieder in die Science-Fiction-Richtung geht, das ist vollkommen egal, da fühle ich mich zu Hause. Und ja, ich glaube, dass das meine zwei liebsten Genres sind und ich glaube, so danach kommen dann so ein bisschen diese Lebensliebesgeschichten und Entwicklungen von Menschen, von Charakteren, das gehört da definitiv auch dazu. Absolutes Lieblingsbuch im Bereich High Fantasy und ich müsste lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Es ist definitiv der Herr der Ringe, eigentlich alles um Mittelerde, was eben Tolkien geschaffen hat. Also auch nicht nur der Herr der Ringe, es ist auch das Silmarillion, es sind die Kinder Huriens, es ist der Hobbit. Also verlorene Geschichten, die gefährlichen Geschichten aus dem Königreich, alles was um Mittelerde spielt. Für mich ist das eine Welt, die perfekt ist, die Tolkien um seine Sprache, die er erfunden hat, geschaffen hat und die er mit so viel Herzblut und auch so viel Leidenschaft geschrieben hat, dass man das eben auch 100 Jahre später einfach noch spürt und die mich eben auch schon sehr, sehr lange, also wirklich fast 25 Jahre jetzt in den Bann zieht, mich immer wieder reinzieht, ich mich immer wieder dahin sehne und das Gefühl habe, dass das auch so mein zweites Zuhause ist. Und ja, ich da einfach bin und ich da auch so viel drumherum weiß, mich immer wieder sehr intensiv damit beschäftige und ich immer wieder dorthin ankomme. Und tatsächlich, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder einfach meine dunkle Phase im Leben ist, dass ich dann sehr gerne zum Herrn der Ringe greife, zu den anderen Büchern, zu den Filmen und also nicht immer, wenn ich das lese, habe ich eine schlechte Phase, aber man ist halt auch immer ein anderer Mensch, wenn man zu den Büchern greift. Und ja, also definitiv ja, Mittelerde und der Herr der Ringe. Buchempfehlungen. Also das fand ich tatsächlich auch sehr schwierig, weil das müsste man natürlich genreabhängig machen. Will man was aus der Fantasy, aus der Science Fiction, aus dem Liebesroman, will man Thriller, ein Krimi, möchte man was Lustiges, was Ernstes, will man am Ende weinen oder lachen oder, also ich fand das unglaublich, also es ist eine Wahnsinnsfrage. So ganz spontan würde ich sagen, wenn man in die Science Fiction geht, ich fand den Marsianer großartig. Ich mochte Red Rising, ich liebe Der Anschlag von King, ich finde Friedhof der Kuscheltiere großartig. Ich liebe Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich fand die Passage-Trilogie war großartig. Ja, auch tatsächlich die bisher fünfteiligen Bücher von Das Lied von Eis und Feuer, alles von Tolkien, Harry Potter. Ich habe keine Ahnung. Bücher
Bücher von Jackie Feigut, wenn es tatsächlich in die Richtung Liebesroman geht. Ich liebe die Bücher von Adriana Popescu. Ich mag die Roadtrips in diesen Geschichten besonders gerne. Es gibt eine Wahnsinnsauswahl, gerade stecke ich mitten in der Hexersaga. Also ich, ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage, das muss man echt sagen, weil man müsste tatsächlich für jede Genre, eigentlich könnte man wahrscheinlich 10 Bücher locker nennen oder 5. Und ja, wenn euch sowas interessiert, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann könnte man ja irgendwie so 5 Bücher pro Video mal zeigen, zu Genres irgendwie zeigend. Ja, das könnt ihr mir gerne mal erzählen, ob das was ist. Ich finde es tatsächlich sehr schwierig, also nur ein Buch für eine Empfehlung. Also, ja, ist nicht ganz einfach. Welche Buchverfilmung aus den letzten Jahren hat dir richtig gut gefallen? Das finde ich tatsächlich immer eine schwierige Frage, weil ich Buchverfilmungen gegenüber ja immer sehr kritisch bin. Sehr gepackt hat mich tatsächlich die Serie um The Witcher. Die hat mich Ende letzten Jahres wirklich absolut begeistert, gefesselt. Ich mochte den Erzählstil, die Charaktere, die Schauspieler, die Musik, den Schnitt, wie man das zusammengeführt hat. Einfach großartig. Und umso weiter ich in dieser Saga im Buch komme, umso mehr möchte ich diese Welt in Serienform erleben. Ich fand auch Das Schicksal ist ein mieser Verräter richtig, richtig großartig. Auch ein ganzes halbes Jahr fand ich richtig toll. Ich mochte Panem als Verfilmung. Ich mochte tatsächlich auch Das Lächeln der Sterne von Nicholas Sparks in der Hauptrolle. Richard Gere fand ich großartig. Ich fand Wasser für die Elefanten toll mit Reese Witherspoon und Pattinson und jetzt fällt mir der andere Name nicht ein. Oh mein Gott, er fällt mir nicht ein. Ach, der auch schon 2 Oscars hat und auch in Tarantinos mitspielt. Ihr wisst bestimmt, wem ich meine. Also es gibt tatsächlich richtig viele tolle Buchverfilmungen. Ich liebe die Welt um Harry Potter, um Herr der Ringe. Der Hobbit war nicht so richtig gut. Ja, also es gibt sehr viele gelungene Buchverfilmungen in den letzten Jahren. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Flop. Aber ja, also tatsächlich so einige eigentlich gute, die wirklich gut sind. Ja, habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Wirst du nach Schwarz, dem Turm von Stephen King, noch eine Chance geben? Ja, ich fand ja Schwarz tatsächlich katastrophal. Habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich hier? Und hab dann ja auch nicht weiter in der Turmreihe gelesen. Ich würde aber tatsächlich niemals nie sagen, denn Band 2 und 3, wenn nicht sogar 4, ich weiß es gerade gar nicht, liegen ja hier auch rum. irgendwie habe ich eigentlich abgeschlossen mit der Reihe, aber man weiß es nicht. Vielleicht packt es mich in 1, 2, 5 Jahren und ich habe Bock auf die Reihe, nichts anderes mehr zu lesen. Und ja, also ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Welcher ist dein Lieblingsantagonist von King? Nicht Pennywise aus S. Also ich finde Pennywise tatsächlich unglaublich gruselig und ich fand den als Jugendlicher, als ich S gelesen habe, fand ich Clowns wirklich schrecklich. Wobei man natürlich nie vergessen darf, für was eigentlich Pennywise steht und das nicht unbedingt der Clown ist. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir eigentlich als schrecklichster Antagonist auch Annie Wilkes einfällt von Misery, beziehungsweise im Deutschen heißt das Buch ja Sie. Das ist ja die Leserin, die ein absoluter Fan eines Autors ist, der irgendwann einen Autounfall hat, bei ihr um die Ecke irgendwie halt den Unfall hat. Sie ihn pflegt, bis sie dann erfährt, wie das Buch, was er jetzt gerade schreibt, in ihrer Lieblingsreihe mit ihrer Lieblingsprotagonisten ändern soll. Und dann flippt die ja richtig, richtig aus. ja, die finde ich schon auch ganz schön gruselig, muss man ehrlich sagen. Tatsächlich auch, vielleicht jetzt klingt komisch, aber es ist der Tod im Friedhof der Kuscheltiere, beziehungsweise die Folgen, also insofern ist das der Antagonist, könnte man das so ausdrücken, also wie gemein der in diesem Leben der Creeds im Grunde zuschlägt und wie unberechenbar das ist und was dann eigentlich auch mit dem Vater passiert, was in ihm vorgehen muss, damit das passiert, was passiert. Ist das der Tod? Kann man das so sagen? Ha, ich weiß es nicht. Und dann ist mir auch noch das geheime Fenster eingefallen, was übrigens auch eine sehr geile Stephen King-Verfilmung ist. Und auch natürlich The Green Mile ist auch eine grandiose Buchverfilmung. Ich komme jetzt aber auf den Jack Torrance, hieß er, glaube ich, der ja zu unserem Protagonisten kommt und der Autor auch ist. Ist ja sehr häufig so, dass sich Stephen King in seinem Protagonisten wiederfindet. Und der ja dann sagt, du hast mein Buch geklaut, du hast ein Plagiat gemacht und
sich dann irgendwann dieser Antagonist sehr spannend entwickelt. Und das fand ich auch einen mega geilen Antagonist, insofern, wie man das ausdrücken möchte. Aber ja, also ich muss sagen, King hat sehr viele grandiose Antagonisten geschaffen. Auch wenn man an Under the Dome denkt, ja, wenn man da an diese ganzen Gruppen denkt, an diese Menschen, die unter dieser Kuppel dann irgendwann leben, da tut sich ja halt auch der ein oder andere Bösewicht hervor, wobei der Bösewicht dann wahrscheinlich jemand anders ist, aber ja. wie schaffst du es, so viele Bücher zu lesen? Und diese Frage bekomme ich ja wirklich unglaublich oft. Und ich selbst würde ja gar nicht von mir sagen, dass ich viele Bücher schaffe. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mehr lese als so gefühlt der Durchschnitt. Wenn ich mich auf BookTube umschaue, merke ich aber, dass da Leute sind, die durchaus auch noch mehr schaffen oder gleich viel schaffen, insofern das überhaupt eine Challenge ist. Ich habe dazu mal ein Video gemacht und wenn ich dran denke, packe ich das unten in die Infobox. Da waren es 5 Tipps, um schneller zu lesen, um mehr zu lesen und das packe ich euch unten rein. Ich muss halt wirklich sagen, ich denke gar nicht viel darüber nach. Was lese ich jetzt? Habe ich jetzt Lust zu lesen? Was könnte ich sonst machen? Höre ich ein Hörbuch, während ich putze? Oder ich mache das einfach. Und daher, immer wenn ich irgendwie Zeit habe, greife ich zu einem Buch, mache ich mein Hörbuch an und höre und lese. Ich stelle mir diese Fragen gar nicht mehr. Für mich ist das eine Gewohnheit, die wirklich ins Blut gegangen ist. Und zudem schaue ich sehr wenig TV. Ich bin keiner, der groß durchs Programm zappt. Ich schaue sehr gezielt Filme oder Sendungen im Fernsehen, wenn mal was läuft oder auf Netflix. Ich versuche auch abends nicht so viel am Handy zu sein. Gelingt mir nicht immer. Versuche nicht zu viel auf Instagram zu sein, auf YouTube zu sein. Gerade Instagram finde ich, da habe ich immer mal so Phasen, wo ich das ganz extrem finde und nervig finde, dass man da so Zeit vertrödelt. Mache ich auch, keine Frage, aber ich versuche das einzuschränken und ich lese halt auch sehr häufig wirklich 2-3 Bücher parallel, sodass ich immer auf irgendeins dieser Bücher auch gerade Lust habe und dann eben einfach darin lese. Und denke, dass das so ein paar Tipps sind, die man vielleicht auch irgendwie umsetzen kann. Ich glaube aber, dass das Wichtigste ist immer einfach machen. Also wenn man mehr lesen möchte, dann muss man es einfach machen. Dann muss der Fernsehen abends ausbleiben. Dann muss die Playstation ausbleiben. Dann muss YouTube aus sein. Dann muss Instagram abgeschalten sein. Und dann muss man einfach lesen, wenn man das möchte. Und es ist eine Gewohnheit, die eben einfach irgendwann bei mir wirklich übergegangen ist. Und ich stelle mir keine Frage mehr, liest du jetzt, machst du was anderes, sondern ich greife automatisch zum Buch. Auf welches Buch, welche Bücher freust du dich 2020? Und da sind mir so ein paar relativ spontan eingefallen. Martha schläft von Romy Hausmann kommt jetzt, glaube ich, tatsächlich auch April, Mai. Das ist ja der neue Thriller von ihr. Es kommt das Prequel zu Panem von Suzanne Collins. Freue ich mich mega drauf. Ich möchte Panem auch unbedingt vorher nochmal lesen. Spielt ja irgendwie 70 Jahre vorher oder 80 Jahre vorher, 70 Jahre, glaube ich. Dann kommt Time to Love von Beth O'Leary. Die hat letztes Jahr ihr Love to Share als Debütroman gehabt. Fand ich großartig, freue ich mich sehr drauf. Und es kommt auch der zweite Teil der Warwick-Saga heraus von Jeffrey Archer. Und da fand ich letztes Jahr auch den ersten Teil richtig, richtig toll. Kommt für mich ein Name von nicht an die Clifton-Saga ran, aber ist definitiv was, worauf ich mich freue. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht irgendwie ein King, es könnte noch ein Fitzek kommen, wobei ich da ja ein bisschen kritischer bin. Es kommen schon einige spannende Bücher heraus und das waren so die mir relativ spontan, sag ich mal, eingefallen sind. Welches Buch würdest du wirklich gerne lieben, aber kannst es einfach nicht? Und das fand ich eine super spannende Frage, wo ich echt so dachte, puh, ja, es gibt Bücher, die total gehypt sind, die viele mögen und man selbst einfach nur dachte, warum? Da gibt es tatsächlich sehr viele. Also wenn ich an letztes Jahr denke, oder war es schon vorletztes Jahr, es war glaube ich letztes Jahr, an die Biografie von Michelle Obama denke, das fanden so viele toll. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich konnte auch mit der Biografie von Frank Thelen nichts anfangen. Da war so weit weg von allem, was irgendwie, also ja, mochte ich überhaupt nicht. Mir ist eingefallen, auch Nina George mit das Lavendelzimmer habe ich ja im letzten Jahr oder schon vor 2 Jahren abgebrochen. Lieben die Leute, sie lieben es so, dass sogar das Buch, das in dem Buch spielt, jetzt herausgekommen ist von Nina George. Und ich denke mir so, ich hätte es so gerne gemocht, aber ich mochte es einfach nicht. Intrige von Robert Harris, das wurde absolut gefeiert, auch verfilmt. Ich fand es sterbenslangweilig. Viele schwärmen von Patrick Rothfuss und der Name des Windes
Ich fand es so unglaublich langweilig. Oh. Ja, ich hätte es gerne geliebt. So manchen Dan Simmons hätte ich mehr geliebt, hätte da tatsächlich auch irgendwann mehr geliebt als abgebrochen. Ja, das ist tatsächlich manchmal so. Ich möchte eigentlich auch immer alle Fitzeks lieben, aber auch das gelingt mir nicht. Ja, aber ich glaube so tatsächlich, ich gräme mich sehr selten. Sehr wenig darüber, dass ich gehypte Bücher nicht mag. Da könnte man bei New Adult ja weitermachen, bei Wait for You. Das feiern so viele Leute. Oder auch eine Biss-Reihe. Oder. Und ich denke mir so, puh. Ja. Ja, aber ja, so ist das manchmal. Zählst du deinen Sub? Und wenn ja, wie hoch ist er? Der Sub ist der Stapel ungelesene Bücher. Und ja, ich führe ihn relativ aktuell mit gefühlt auch allen Büchern, die irgendwo digital auf dem E-Book-Reader sind oder in den Regalen stehen. Und ich führe den auf Lovely Books und da bin ich jetzt um die 80, 80, 81. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt bei der Zahl aktuell schon meine Medium-Mops, nein, Rebuy-Bestellung dabei war oder nicht. Und die kommt ja erst noch. Aber ich habe sie natürlich schon ins Bücherregal gepackt, aber so um die 80. Und ja, ich versuche da wirklich sehr konsequent Eingänge raufzumachen, Bücher, die ich ausmiste, wieder rauszunehmen, Bücher, die ich lese, zu führen und ja, versuche das sehr regelmäßig da zu tun. Ja, Lesehighlights 2020. Definitiv die Hexerreihe, die zwar schon 2019 begann, aber ich in 2020 ja jetzt wirklich weitergelesen habe, mittendrin bin, ich es liebe und ich diese ganze Fantasy-Welt einfach mega finde. Auch richtig toll war die magischen drei Worte von David Mitchie, die ja so Geschichten enthalten hat, die so ein bisschen buddhistische Philosophie einem wieder näher brachte und ich mag David Mitchies Stil einfach unglaublich gerne. Und auch relativ aktuell die Audiobiografie von Abramowitsch, von Marina Abramowitsch, Durch Mauern gehen, fand ich auch sehr, sehr gelungen und ist auch was, was einem so nachhaltig so ein bisschen auch in Erinnerung geblieben ist. Kannst du dich noch an dein erstes komplett gelesenes Buch erinnern? Nein. Also keine Ahnung, was das irgendwann mal mit 7, 8 irgendwie war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, das sind auch Dinge, wenn man. Wenn die Eltern einen das nicht festhalten, dann merkt man sich das auch nicht. Wie beziehungsweise wann hat bei dir der Lesehype begonnen? Also gefühlt habe ich schon immer gelesen. Also es gibt Bilder von mir bei Urlauben, wo ich so 10 war, 9 war, dass ich mit Büchern irgendwo am Strand lag, in der Wiese lag, immer irgendwo im Auto ein Buch dabei hatte. Also gefühlt habe ich schon immer gelesen und ich hatte auch nie irgendwie Phasen, wo es extrem abgedriftet ist. Es gibt halt immer mal wochenweise so Phasen, wo man ein bisschen weniger liest. Aber ich glaube, wenn man Freunde fragt, die mich aus der Schulzeit kennen, die kennen Steffi immer mit einem Buch. Also das ja, war, glaube ich, immer schwierig, wenn man in die Disco gegangen ist mit dem Buch in der Tasche. Aber gefühlt gibt es bei mir keinen Lesehype. Ich lese schon immer und immer gerne und immer auch viel, relativ viel und ja, deswegen kann man das leider gar nicht so genau sagen. Hast du deine Kinderbücher noch? Also ja, so ein paar Kinderbücher sind tatsächlich noch auf dem Dach. Ich habe tatsächlich aber auch einiges verschenkt. Manches war auch einfach kaputt und musste entsorgt werden. Ich habe auch einige immer mal gespendet, aber es war schon so, ich habe auch eine jüngere Schwester, die dann die Bücher noch gelesen hat und dass die dann auch einfach mal so im Freundeskreis umhergegangen sind. Ein paar Bücher habe ich auch hier, wenn Besuch mit etwas größeren Kindern kommt, also wenn Kinderbesuch von Freunden da ist, dass man da mal was hat, was man irgendwie ja, miteinander lesen kann. Aber ja, ein paar gibt es, aber ja, nicht mehr allzu viele. Was machst du mit deinen Büchern, wenn sie ausgelesen sind? Ich fand das Wort ausgelesen richtig cool, weil ich das auch immer sehr häufig sage. Ich habe was ausgelesen. Finde ich sehr cool, dass die Frage genauso gestellt wurde. Ja, bei mir ist es recht einfach. Highlights und grandiose Bücher und Bücher, wo ich denke, die lese ich nochmal, die dürfen bleiben. Der Rest wird verkauft, verschenkt, weitergegeben, gespendet, getauscht, was auch immer. Also das ist tatsächlich schon sowas, wo ich sage, so während des Lesens und dann irgendwann sagt man, okay, wenn es ein echtes physisches Buch ist, was machst du damit? Bei E-Books ist es halt so, da bleiben die halt auf dem E-Reader oder dann sind sie halt irgendwann nur auf der Festplatte und nicht mehr auf dem Reader, aber ja, im Grunde läuft das tatsächlich so. Hast du ein Best-of-Bücherregal? Ja, also ich habe ja tatsächlich auch nur zwei Bücherregale plus den E-Reader und
rein theoretisch ist mein oder sind meine Bücherregale Best-of-Bücherregale plus Sub. Also Bücher, die ich wirklich nicht so gut finde oder abgebrochen habe, die landen bei mir direkt in einem Karton, werden dann halt irgendwann verkauft, vertauscht, weggegeben, verschenkt, gespendet, was auch immer, sodass im Regal wirklich nur die Highlights stehen und der Sub. Ich trenne das nicht voneinander, bei mir ist das durchaus sehr gemischt, also ein klassisches Best-of-Bücherregal gibt es dementsprechend nicht, weil ich also meine Sub-Bücher nicht in ein Regal bringen würde und auch manche Highlight-Bücher nicht, also ich könnte das sehr schwer gefühlt, zumindest ist es gefühlt so, trennen, auseinanderpacken oder da die Highlights, da die anderen, ich mag die Mischung ganz gerne, aber theoretisch ist es tatsächlich so, dass nur Bücher im Regal verbleiben, die wirkliche Highlights sind oder eben ungelesen sind und vielleicht noch ein Highlight werden. Und dann, ja, im Grunde schon die letzte Frage. Planst du wieder einen Hangout, vielleicht auch einen mit den Kingsianern? Dann kam 2-3 Mal, gibt es bald wieder einen Kingsianer-Hangout. Und ich habe es mir extra hingeschrieben, 5 Mal kam die Frage, wann gibt es denn endlich wieder einen Kingsianer-Hangout? Und ja, auch ich möchte jetzt ganz bald einen Kingsianer-Hangout. So ein bisschen in Planung ist es Richtung April, dass wir 4 uns endlich wieder vor der Kamera zusammenfinden und einen Hangout machen. Also auch ich warte da drauf, nicht nur ihr als Zuschauer, sondern ich glaube auch bei uns allen ist das einfach so, bei uns allen 4, dass wir einfach ein Zeitfenster brauchen. Man muss immer 4 Leute unter den Hut bringen und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, wenn man eben also nicht so viel Freizeit hat und wir peilen irgendwie den April an. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Und ja, allgemeine Hangouts. Ich würde dieses Jahr tatsächlich super gerne viel mehr Hangouts machen. Ich hatte dieses Jahr ja schon einen mit der lieben Kerstin Merkel. Da wird es auf jeden Fall noch eine Fortsetzung geben, einen zweiten Teil, um gefühlt alle anderen Punkte der Agenda abzuarbeiten. Ich hätte tatsächlich auch mega Lust, mal wieder so den ein oder anderen Self-Publisher hier begrüßen zu dürfen. Jetzt, wo endlich die Technik funktioniert. Meine Frage wäre jetzt natürlich auch tatsächlich konkret an euch zurück, auf was für eine Art Hangouts hättet ihr denn Lust? Gibt es Themen, wo ihr sagt, hey, das könnte man in einem Hangout live miteinander im Dialog, mit dem Chat natürlich wunderbar diskutieren, auf was, welche Themen hättet ihr Bock, dass wir die live einfach besprechen? Lasst mich das gerne wissen, weil nur so weiß ich ja auch, was ihr im Endeffekt sehen wollt. Ich weiß, dass viele im letzten Jahr auch den Monatsrückblick cool fanden, wenn man den live gemacht hat. Ich finde es persönlich halt nur ein bisschen langweilig, wenn es eine Stunde, eineinhalb, irgendwie nur um mich selbst geht. Das finde ich tatsächlich sehr langweilig. Im Chat war das immer ein cooler Austausch. Vielleicht könnte man das ja auch irgendwie hinbekommen, dass man zu diesem Monatsrückblick immer irgendwie noch einen Gast hat, ist so mein Gedankengang. Aber dann muss man sich halt auch schon wieder immer wieder abstimmen und das ist halt manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn ihr Ideen habt für Hangouts, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und das ist jetzt tatsächlich ein viel, viel längeres Video geworden, als ich eigentlich dachte. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir doch so viele Fragen dagelassen habt und ich hoffe, ich habe nicht zu viel außen herum geschwafelt, wie man so schön sagt. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn natürlich der Anlass nicht der schönste wäre. Ich hätte euch natürlich viel lieber mein Leipziger Buchmesse-Video online gestellt und euch dann vielleicht auch nächste Woche auf der Buchmesse getroffen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Vielleicht takte ich ja irgendwie Frankfurt ein, obwohl ich halt die Frankfurter Messe ist ja nicht meine favorisierte. Aber ja, mal sehen. Da bin ich noch unschlüssig, ob ich das irgendwie in Angriff nehme, aber ja, mal sehen. Wird, denke ich, noch die eine oder andere Möglichkeit geben, dieses Jahr zusammenzukommen. Wer vielleicht auch aus Bayern kommt, es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe, wo sich die bayerischen Bücherfreunde treffen. Vielleicht ist das ja auch mal was, wo man sich dann einfach sieht. Oder auch andere Booktuber treffen, die irgendwie vielleicht nicht so weit hier vom Ende der Welt oder Ende von Deutschland irgendwie stattfinden. Das schauen wir dann einfach mal. Ja, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem recht spontanen Frage-Antwort-Video. Ich freue mich, von euch in den Kommentaren zu lesen. Lasst uns da gerne über verschiedenste Themen einfach austauschen. Lasst mir, wie gesagt, auch eure Gedanken so ein bisschen dazu da, zu den Hangouts. Das fände ich mega spannend. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.